Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3, Reaper of Souls, der Kreuzritter. Ja, diesmal müssen wir nicht von vorne anfangen, denn ich war so frei und habe mir die Frechheit herausgenommen, in meinem jugendlichen Leichtsinn, und habe mir einfach mal gedacht, komm hier, nehmen wir mal jetzt ein bisschen am Stück auf, damit wir auch zu was kommen. Problem wird sein, dass die Folge von gestern wahrscheinlich ein bisschen später rausgekommen wird, aber nicht unbedingt viel. Also, falls ihr die Folge von gestern geguckt habt und die ein bisschen später rauskam, tut mir leid. Aber dafür müssen wir hier nicht nochmal gucken, wie wir uns quer durch diese Bude klatschen. Ich meine, es wäre toll für die Erfahrung, weil hier sind ja sehr viele Gegner. Keine Frage. Aber muss das denn wirklich sein? Ich stelle mich jetzt hier einfach mal mitten rein, weil ich es kann. Ich habe keine Fähigkeiten mehr. Warum habe ich keine Fähigkeiten? Oh doch, ich habe Fähigkeiten. Ich habe eine Fähigkeit, dass ich mehr Zorn brauche. Hört auf, neue Leute zu beschwören. Ich habe so viel Mühe, die alle kaputt zu machen. Bam, 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 bam. Erstmal quer durch die Gegend stunnen. So. Sind die Dicken, die beschwören, weg? Nein, einer ist noch. Und der will aber auch nicht umfallen. Jetzt, meine Güte. Ja, das hat aber auch gedauert. So, Problem gelöst. Oh. Neues Wissen. Ja, es geht also hier eindeutig um die Nephilim. Ja, blockt mich. Was soll denn das? Ganz ehrlich, nicht frech. Stell mir hier schon so ein Eisding hin, dann kann ich dem nicht mehr ausweichen. Stell mich halt hier rein und kämpf noch gegen ein paar Skorpione. Was hast du nur davon? Meine Bogenschützen machen hier nicht. Okay, den Heiltrank können wir uns sparen. Weil wir uns ja so noch ein bisschen hochhealen. Und das nicht zu schlecht eigentlich. Okay, dann stelle ich mich halt hier hin. Und lock noch mehr Gegner an. Na gut, dann haben wir jetzt ein Problem. Dass das ziemlich viele Gegner sind. Ah, der Gelbe ist kaputt. Yeah! Das ist schon mal gut. Spürt er keine neuen Viecher. Ah, es geht ihnen echt auf den Keks, wenn die so viel aushalten. Und dann hier noch nicht mal an sich neu, immer neu beschwören. So. Das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Also so das Steinchen den Berg hochrollen. Und kurz bevor er oben ist, dann rollt er wieder runter. Und dann fängst du wieder von vorne an. Bäh. Macht den auch überhaupt keinen Schaden, ne? Kann das sein? Danke, meine Güte. Hä? Wieso bist du nicht betäubt? Blödes Ding. So, sind wir jetzt hier richtig? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Bin zu verwirrt. Ey, Moment, jetzt sind wir einmal. Wo kommen die denn her? Die waren doch gerade eben nicht da. Boah. Wir sind einmal im Kreis gerannt, ohne dass ich es gemerkt habe. Da haben bestimmt alle gerade so, oh moin, du rennst im Kreis, was soll denn das? Ja, wir müssen hier nach hier oben. Das wäre etwas effektiver. Einer alleine? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ah, da ist der Obermufti. Gucken wir gleich mal was. Ach, die Obermuftis. Alles klar. So. Zack. Alles beschwören, was geht. Und ein Level up. Nice. Yeah. Gibt's da eigentlich jetzt auch mal wieder neue Fähigkeiten? Das würde mich ja mal interessieren. Und euch sicherlich auch. Da ging auch so. Strafen. Wut, kritischer. Nö. Nee. Hier für den, ja, für unsere tollen Sachen gibt's immer nichts. Ich weiß nicht. Weihe? Weihe ist aber auch nicht so doll. Nee, Weihe mag ich nicht so als Bell. Die Kavallerie gibt's jetzt. Legt 5 Gegner in der Nähe. Ja, aber zum Durchrennen wäre das toll. Strahlen auf einem Bodenposition. 5 Sekunden lang. Wir probieren es einfach mal aus. Wenigstens was für uns. So. Aber mache ich den Raum auf? Naja. Ich habe keine Ahnung, warum ich den Raum aufgemacht habe. Ja, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ruinen von Corvus. Oh. Yeah. Sehr schön. Wartet hier, Lorat. Ihr könnt euch mir anschließen, wenn es vollendet ist. Ihr werdet sie töten, nicht wahr? Natürlich. Ihr werdet tun, was richtig ist. Wir zählen alle auf euch. Dann machen wir hier nochmal. Der eine Strahl ist zwar irgendwo lustig, aber von wegen die Gegner können ihn nicht betreten. Also, oder habe ich da was falsch verstanden? Na, ganz ehrlich. Fand ich den hier besser. Der hat mehr Fehls gemacht, finde ich. Ich habe das Gefühl, hinter dieser Tür lauert was ganz Tolles. Ja, hier 3 Himmelsfuhrer-Dinger, wie in einen. Könnt auch Spaß haben. Ah. Ey, jetzt kommt die ja hier raus. Das ist ja dreist. Ah, die legen die Kugeln hier in mir. Nein. Das ist ja noch dreister. Ah, ein Heiltrank. Passt schon. So. Haben wir alle? Haben wir alle. Ah, das ging mal. Es gibt schlimmere Gegner, muss man so sagen, wie es ist. Hab alle einzeln rausgekleckert. Sehe gar nicht. Ah nein, was habe ich getan? Oh, hier riecht's nach Gas. Ich mach mal besser mein Feuerzeug an, dass ich besser sehen kann. Boom. So. Wenigstens sind hier diese Beschwörer-Heinseln nicht mehr da. Irgendwie ja tierisch auf den Keks. Dieser. Ah, wie hieß der Film mit dem Mann mit den großen Hörnern? Ah, ich hab leider den Namen vergessen. Also dieser Teufel, der diese übertriebenen großen Hörner hatte. Das hatten sie auch bei Family Guy verarscht, weil die echt so übertrieben groß waren.
war der Lucifer. Mit seinen mächtig großen Hörners. Ach, was mache ich denn hier? Immer mehr Gegner anlocken. Ja, kein Ding. Na gut, in Himmelsfuhr gehen die aber auch schnell kaputt. Aber wiederum auch nicht schlecht. Dazu bräuchte ich allerdings mehr Himmelsfuhrer. Den ich jetzt gerade nicht an der Hand habe. Geht aber auch so. Na komm, einmal geht noch. Einmal haben wir noch. Zum Spendieren. So. Nee, heute ist nicht unser Tag. Das ist, wir kommen einfach nicht da an, die Folgen diesen, ich weiß nicht. Ich werde den Heiden das Licht Zakaruns bringen. Ihr im Osten verblasst seine Macht. Doch im Westen wird es stärker und glorreicher denn je neu entfacht werden. Und doch treibt mich ein weiteres Ziel an. Die verlorene Nephalem-Stadt Corvus liegt im Westen. Ich werde sie finden. Genau, und wir werden sie auch finden, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao, haut rein!